Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema Ernährungsarmut bei Kindern beschäftigt mich jetzt seit etwa 20 Jahren. Vorwiegend, muss ich sagen, zunächst im Süden, im speziellen Äthiopien und andere afrikanische Länder noch. Und dann habe ich mich der Sache mal hier zugewandt, ausgelöst durch eine Kommission beim Nationalen Ethikrat, die sich damit 2008 mal auseinandergesetzt haben, nicht sehr erfolgreich. Und ich möchte es jetzt hier mehr oder weniger zusammenfassend darstellen, da ich nur begrenzte Zeit habe. Ich kann das stundenlang ausdehnen, aber ich werde das natürlich nicht tun. Und ganz kurz mal eine Definition, was gesunde Ernährung ist. Es ist eine Ernährung, die neben ausreichender Energie für die tägliche Arbeit auch alle wichtigen Nährstoffe enthält. Und es ist eine Ernährung, die eine normale Entwicklung erlaubt und nicht krank macht. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn da was fehlt oder was auch zu viel ist, dann kann das krank machen. Und wenn man eine gesunde Ernährung nicht finanzieren kann und keine Alternativen hat, dann spricht man von Ernährungsarmut. Im Moment sind das die Zahlen. Jedes vierte Kind lebt in Deutschland im Moment in Armut. Wir liegen noch über dem Mittel, dem europäischen Mittelwert mit 25%. Vorwiegend Haushalte mit Alleinerziehenden. Und Sie sehen hier auch das Ost-West-Gefälle. Das ist noch eine etwas ältere Grafik. Und wenn Sie sehen, während der Corona-Krise waren das 53% der Kinder waren bei Alleinerziehenden. Da kommt noch mal was anderes an Problemen dazu. Und die Mehrheit lebt länger als 3 Jahre in Armut. Und jetzt schauen wir uns an, was für die Kinder zur Verfügung steht. Sie sehen da unten 0 bis 5 Jahre, 2,82 Euro. Das hat sich jetzt durch das Bürgergeld nicht wesentlich verändert. Aber nehmen Sie mal 3 Euro in die Hand und gehen für ein Kind einkaufen für den ganzen Tag. Es geht ja darum, ist ja nicht nur fürs Frühstück. Ja. Kinder 6 bis 13 liegen wir bei 4 Euro, dann bei 5 Euro und dann nimmt es wieder etwas ab. Und wenn Sie sich das ansehen, das ist eigentlich eine alte Grafik von Frau Kersting. Das Gestrichelte war mal geschätzt 2020 dazugenommen. Dann sehen Sie, dass in keinem der Altersgruppen eine gesunde Ernährung finanzierbar ist. Über Inflation reden wir im Moment mal gar nicht. Das heißt, Sie haben hier Sätze, die einfach nicht ausreichen. Sie werden sehen, ich habe häufiger alte Daten. Das liegt unter anderem daran, dass wir uns den Luxus leisten, keine neuen Daten zu generieren und keine zu haben. Komme ich noch darauf zurück. Das sind Daten aus Großbritannien, die wir direkt übertragen können, nämlich was kostet was. Das Günstigste sind sogenannte stärkehaltige Produkte, die machen satt, sind aber, was die Inhaltsstoffe angeht, relativ wertlos. Das heißt, da ist so gut wie nichts drin. Wenn, dann ist in ein paar Metalle wie Eisen und Zink drin, die sind aber schlecht bioverfügbar, das heißt, sie werden schlecht aufgenommen. Das heißt, Sie haben hier ganz oben haben Sie Obst und Gemüse und ich gehe mal davon aus, dass sich das bis heute nicht ganz wesentlich geändert hat und durch die Inflation nur noch verstärkt worden ist, wenn man sich das ansieht. Und wenn man dann guckt, die Berechnung, die gemacht haben, aufgrund des sogenannten Healthy Eating Index, haben Sie gesagt, eine mehr gesunde Ernährung liegt bei 7,50 €, die weniger gesunde bei 2,50 €. Können Sie 1:1 auf unsere Verhältnisse übertragen. Und es ist auch sicherlich so, dass wir durch die Inflation jetzt zunehmende Probleme haben. Weniger gesund vielleicht nochmal, um es klar zu machen. Es geht nicht darum, dass das eine per se ungesunde Ernährung ist, die zu Übergewicht führt. Muss gar nicht sein, ist aber häufiger der Fall. Sondern sie ist eben einfach unausgewogen. Es ist nicht das drin, was in eine gesunde, ausgewogene Ernährung reingehört. Wenn man sich das nochmal anschaut, das sind die großen Studien von Nicole Damont aus Frankreich oder auch Adam Janowski aus USA. Wir haben sowas leider auch nicht. Die haben mal ausgerechnet, wie ist denn der Energiegehalt mit steigendem Preis und wie ist der Gehalt an Mikronährstoffen. Und dann sehen Sie, je höher der Preis ist, das ist energieadjustiert, hier sind die Preise, je höher der Preis ist, desto stärker finden Sie Mikronährstoffe
und desto weniger Fett finden sie. Das Ganze gilt natürlich dann auch umgekehrt. Das heißt, eine preisgünstige Ernährung ist dann, wie im vorgangenen Jahr, eben einfach weniger gesund, weil vieles fehlt. Und der Erfolg dann in Anführungszeichen ist, dass sie in den Familien mit niedrigem Einkommen bis zu 4- oder 5-mal häufiger Übergewichtige finden, einfach weil stärkehaltige Produkte extrem energiereich sind, als in Familien mit relativ hohem Einkommen. Und da sehe ich ein Problem, wenn es um die Frage Kinder geht, wenn man in die Zeitung guckt, sich die Medien anhört oder auch die Politik anhört, man kriegt sofort, wenn man über Mangelernährung redet, entgegengehalten, aber die sind doch alle zu dick. Die sind zu dick und mangelernährt. Man nennt das Double Burden, dieses Problem. Und das wird auch gerne übersehen. WBAE steht für den Wissenschaftlichen Beirat des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, in dem ich 6 Jahre mitgearbeitet habe und da an einem Gutachten für Ernährung und Nachhaltigkeit und unter anderem auch an einem Gutachten zu Ernährungsarmut bei Kindern. Und das, was rot ist, ist immer die Aussage der WBAE. Ich habe Ihnen das hier hingeschrieben, das Problem Übergewicht, das ist sichtbar. Die Mangelernährung ist nicht sichtbar. Ja, das ist das große Problem. Wir finden hier kein Skorbut und auch keine Rachitis. Ja, aber das Problem fängt viel früher an, dass nämlich die Gesundheit der Kinder gefährdet ist. Die nicht bedarfsgerechte Versorgung, da gehe ich jetzt noch drauf ein, hat im sogenannten 1000-Tage-Fenster, das ist ein wissenschaftlich festgelegter Zeitraum von Konzeption bis Ende 2. Lebensjahr, das ist die kritischste Phase der Entwicklung von Kindern, ist für die kognitive Entwicklung und für die physische wichtig, das ist Jod, das kriegen wir vorwiegend aus Jodsalz, Eisen und Zink aus Fleisch und tierischen Lebensmitteln. Eisen und Zink kriegen wir zwar auch aus Obst und Gemüse, aber es wird ganz schlecht aufgenommen. Vitamin D, fetter Fisch und Sonne und Folsäure aus Gemüse und eben auch wieder angereichertem Salz. Die nationale Verzehrsstudie hat sehr schön gezeigt, ohne Jodsalz sind wir weit davon entfernt, die Empfehlung für Jod zu erreichen. Jetzt schauen wir uns mal an, hier nicht nach Schichtenindex, also aus sozial gesicherten Verhältnissen. Ich hatte noch mal mit Frau Hilbig telefoniert. Da sehen Sie schon, im Alter von 10 bis 12 Monaten ist Vitamin D kritisch, es ist eisenkritisch, es ist zinkkritisch. Dann, wenn die Kinder älter werden, kommt noch Folsäure dazu. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wenn wir die übertragen jetzt auf Kinder aus ärmeren Verhältnissen, da fehlen uns leider die Daten, weiß ich nicht, wie das dann da aussieht, ob da nicht die, die jetzt gerade mal so grenzwertig sind, wie hier zum Beispiel das B1 oder das E, ob die dann eben auch unter die Linie der Empfehlung rutschen. Das heißt, die Konsequenzen sind Wachstumsstörungen, man nennt das Stunting, das heißt, die Kinder sind für ihr Alter zu klein. Das Stunting kann man beheben, wenn man vor dem 5. Lebensjahr damit anfängt, nach dem 5. Lebensjahr nicht mehr. Das heißt, die bleiben zu klein und man muss sich klar machen, in Ländern wie zum Beispiel Nepal ist das Stunting bei Kindern bei etwa 50% der Jugendlichen. Das ist das, wenn Sie so wollen, ökonomische Kapital dieser Länder. Und Stunting, es gibt jetzt gerade einen ganz neuen Report von den Lancet Reports, nimmt weiter zu, überall da, wo Krisen sind, wo Kinder dann auch schlecht ernährt werden. Und das nächste ist die Störung der kognitiven Entwicklung. Da will ich nochmal drauf eingehen. Das ist eine Studie aus Brandenburg an 250.000 Kindern. Die ist, würde ich mal sagen, relativ untergegangen, obwohl die etwas ganz Erstaunliches zeigen. Kinder in Brandenburg werden gegen jeden Trend kleiner, wenn sie aus armen Verhältnissen stammen. Und wenn, das ist jetzt das Originalzitat, wenn dann die Eltern noch arbeitslos sind, dann wird das noch ausgeprägter. Stunting ist 2 Standardabweichungen vom Median entfernt. Die 1,8 Zentimeter sind 1,5 Standardabweichungen. Also ich will noch nicht sagen, das ist Stunting, aber wir sollten da sehr genau hinsehen. Jetzt will ich ganz kurz eingehen auf die, kriegen Sie keinen Schreck, auf die Frage kognitiver Entwicklung. Was hier dargestellt ist, ist der Hippocampus. Das ist eine Hirnregion, die ist dafür verantwortlich für Kurzzeitgedächtnis, für die Aufnahme von neuen Dingen
für den Spracherwerb ganz wichtig. Ja? Und da sieht man, dass das Hippocampusvolumen, und das Volumen hat etwas mit der Funktionalität zu tun, mit abnehmendem Sozialstatus ebenfalls abnimmt. Das heißt, die Kinder haben einen kleineren Hippocampus. Welche Bedeutung hat das? Das haben Sie hier gezeigt, selbe Arbeit. Lese- und Schreibfähigkeit nimmt mit sinkendem Sozialstatus deutlich ab. Das Entscheidende ist aber, das Argument, na ja gut, da wird dauernd Fernsehen geguckt und die Kinder werden, mit denen wird nicht geredet. Die Literacy, also der Ausdruck, der Wortschatz, da tut sich nichts. Das heißt, der ist nicht abhängig davon. Und wenn man jetzt in dieselbe Gruppe geht, Brandenburg, unabhängig, die beiden Studien haben nichts voneinander gewusst, würde ich sagen, und schaut sich mal an, die Sprachstörung, Sprach- und Sprechstörung bei Kindern, die sind 17% mit Sprachentwicklungsstörung aus Familien mit geringem Einkommen, 4% bei Kindern aus Familien mit gutem Einkommen. Und wenn Sie dagegen jetzt halten, die Ausbildung der Eltern, Universität, Volksschule und, also den Bildungsstandard, da sehen Sie die Differenzen so gut wie nicht. Das heißt, es hat durchaus etwas damit zu tun, dass hier bereits kognitive Störungen vorliegen. Und um das an der Stelle zu sagen, natürlich ist Ernährung nur ein Teil. Ja? Stress trägt stark dazu bei, viele andere Dinge tragen dazu bei. Aber mit der Ernährung können wir am schnellsten was ändern. Ja? Das können Sie bei Stress nicht. Und wenn man sich das jetzt ansieht, diese Arbeit gesamt, die grauen Zellen, ja, die graue Materie des Gehirns sind die Neuronen, das sind die sozial Schwachen, das sind die Mittleren, das sind mit hohem sozialem Standard. Die haben bei 77 Kindern 7 Scans über die Zeit gemacht. Und das bedeutet, das Gehirn, das ist im Übrigen bekannt in der Literatur, das Gehirn von Kindern in Armut entwickelt sich nicht nur anders etwas, sind nicht so stressresistent, sondern es ist auch etwas kleiner. Was das bedeutet, da muss man sich Studien wieder ansehen, die mit akademischen Abschlüssen bei Kindern aus Armut arbeiten. Dann sieht man es aber. Und das vielleicht zum Abschluss, das war für mich erstaunlich, hat auch nicht viel Aufsehen erregt. Das ist eine Studie aus Großbritannien mit deutschen Kindern. Die haben sich die deutschen Daten genommen, weil wir scheinbar nicht dazu in der Lage sind, und haben hier eins ganz deutlich gezeigt, das sind die mit niedrigem Sozialniveau, und die haben hier mal eine Punktzahl vergeben für bestimmte Leistungen. Und was Sie hier sehen, das Teil, wo es am stärksten abgeht, das ist das 1000-Tage-Fenster. Und dann sehen Sie, was in den Schulen passiert. Das ist die mittlere Einkommens- und die hohe Einkommensklasse. Da spielen Bildungsstand und Stressen vieles mit einer Rolle, aber auch wieder möglicherweise, welchen Anteil es hat, weiß ich nicht, spielt auch eine Ernährung eine ganz entscheidende Rolle. Um das zusammenzufassen, die unzureichende Ernährung kann bei Kindern Konsequenzen für die Entwicklung haben. Es gibt vielfältige Ursachen, das habe ich erwähnt. Und am einfachsten lässt sich die Ernährungsarmut beheben. Und der Beirat hat auch ganz klar in seinem Gutachten gefordert, kostenlose Ernährung in Kindergärten und Ganztagsschulen. Also das ist der einfachste Weg, das vorwärts zu bringen. Und wenn ich dann auf einen Antrag, übrigens der Grünen seinerzeit, lesen muss, dass im Grunde genommen das Ganze mit edukatorischen Maßnahmen verbunden sein muss, weil es sonst keinen Sinn mache, ja, sowas einzuführen, da kann ich nur sagen, das ist eine faule Ausrede. Ja. Wenn die Kinder das Essen in der Schule umsonst bekommen, haben sie wenigstens einmal am Tag, ja, eine vernünftige Mahlzeit. Davon sind wir aber in vielen Bundesländern noch weit entfernt. So, damit bin ich am Ende. Ich möchte darauf hinweisen, weil da bei diesem Kongress im September 2023 geht es um die Schulernährung, wo wir dann mal ganz gezielt die Wissenschaft hinter der Schulernährung und die Möglichkeiten, eben sowas auch umzusetzen, uns ansehen wollen. In Skandinavien ist das seit vielen Jahren der Fall. Und da hat man sehr deutlich gezeigt, dass das Effekte im Gesundheitswesen hat. Da spart man nämlich eine Menge Geld, ja, wenn man die Kinder von vornherein gesund ernährt. So viel dazu und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.